Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit dir dieses Sheet hier für dein Bullet Journal malen. Ja, das ist so ein bisschen ein motivationsreiches Spread für dein Bullet Journal. Ja, einfach damit du dich immer wieder daran erinnerst, was du bist, was du kannst und was du schon geschafft hast. Ja, und dafür brauchst du folgende Materialien. Natürlich einmal dein Bullet Journal, dann ein Geodreieck, einen Zirkel, einen weißen Edding und den Tombow Dual Brush Pen in Schwarz. Dann noch ein Micron Fineliner und schwarzes Washi Tape. Ja, und wenn du all diese Materialien zusammen hast, dann kann es auch schon losgehen. Ja, ich male jetzt dieses Spread auf die rechte Seite meines Bullet Journals. Ja, ich möchte, dass es so ein bisschen raussteht, weil ich finde schon, dass es ein nicht so ganz unwichtiges Spread ist, dass man sich auch einfach mal motivieren sollte. Ja, und dafür male ich jetzt einen kleinen Kreis und dann einen größeren drumherum. Du musst schauen, wie groß du das Ganze haben willst und auch den Rand, der muss so ein bisschen, ja, wieder so einen kleinen Rand musst du dafür auch haben. Ja, im nächsten Schritt male ich jetzt erst einmal den Rahmen drumherum. Ja. Also ich mache einfach rechts, links, oben und unten die Striche hin, weil ich möchte die Enden, die Ecken möchte ich ja abrunden. Deswegen muss ich da ein bisschen zählen, ne, dass immer die gleiche Größe übrig bleibt. Das heißt, meinetwegen 4 Kästchen nach oben und 4 Kästchen zur Seite, die bleiben jetzt frei. Denn auf diese Weise kann ich den Mittelpunkt ausrechnen und dann halt auch meinen Halbkreis besser malen. Ja, und du siehst schon, jetzt kommt ein Strich hier quer durch das Blatt, damit ich die beiden Enden teilen kann. Ja, einmal die lachende Sonne und einmal den schlafenden Mond hier. Ja, und jetzt hier kommen die Ecken. Und ja, das ist sind schon mal die Basics. Jetzt brauche ich noch einen Doppelrahmen sozusagen. Also da kommt jetzt nochmal drum. Das male ich jetzt ein bisschen länger hier. Und oben, unten, Seite, Mitte wieder, damit das ein bisschen aussteht, ja, damit ich ein bisschen Platz habe. Und ja, du musst nur halt vorher genau schauen, wie weit du das Ganze haben möchtest, wie groß du das Ganze malen möchtest. Und wenn du das hast, dann kannst du hier wieder die Halbmonde malen. Es wird ja auch gleich eh noch ein wenig ausgemalt, sodass die Aufmerksamkeit des Betrachters wirklich auf dem Mittelpunkt des Papiers liegt. Ja, und da kommt dann halt auch die halbe Mondhälfte und die halbe Sonnenhälfte hin. Das macht das Spread zu etwas richtig Besonderem. Im nächsten Schritt reiße ich jetzt einfach kleine Washi-Tape-Streifen ab. Ja, das muss auch gar nicht ordentlich sein, soll es auch gar nicht. Dann sieht das nämlich schöner aus. Und die klebe ich jetzt einfach jeweils oben unten hin, ja, auf jeder Seite, damit ich da mit dem Edding etwas draufschreiben kann. Ja, jetzt nehme ich mir endlich den Tombow Dual Brush Pen. Ich lege hier noch einen Zettel darunter, einfach damit das Ganze nicht durchkommt. Ja. Auf die andere Seite meines Bullet Journals möchte ich natürlich nicht. Deswegen, so zur Sicherheit, kommt hier einfach ein Blatt dazwischen. Ja, und jetzt wird das Ganze ausgemalt. Du siehst schon, ich mache das alles mit der Hand. Ich versuche jetzt gar nicht, das 100% richtig oder ordentlich zu machen. Es soll ja ein bisschen gemalt aussehen, es soll ein bisschen nach Handarbeit aussehen. Deswegen darf da auch ruhig die eine oder andere Ecke oder Kante drin sein. Das ist gar nicht schlimm. Also es wird halb ausgemalt. Das ist natürlich die dunkle Seite, sozusagen die des Mondes. Und dann kommt auf der rechten Seite die Sonne. Das Ganze mache ich jetzt hier auch hier die dünne Linie drum.
drumherum mit dem Micron Fineliner. Wenn du das Buch dabei ein bisschen drehst, dann wird das sehr viel einfacher und dein Kreis noch halbwegs ordentlich. Natürlich ist das sehr viel besser, theoretisch zumindest, wenn man das mit dem Zirkel machen könnte. Es gibt ja auch Zirkel, da kann man wirklich einen Stift reinstecken und dementsprechend halt seine Rundung malen. Das wäre natürlich jetzt hier perfekt. Wenn du das nicht hast, es geht auch so. Wie gesagt, es muss gar nicht 100% sein. Es soll ja gemalt aussehen. Ja, jetzt hier kommen jetzt die Sonnenstrahlen rein. Auch das kannst du wieder ausrechnen. Ja, ich mache das jetzt einfach so hier per Hand und mag einfach mal den handgemalten Look hier. Ja, im letzten Schritt bekommen die beiden natürlich noch ein Gesicht, also der Mond schläft und die Sonne lacht und strahlt vom Himmel. Und dann kommen hier noch die Punkte hin, wo ich das halt reinschreiben möchte, was ich eben bin, was ich kann, was ich möchte und was ich schon getan habe. Ja, ich finde das sehr motivierend und dafür ist das hier auch gedacht. Ja, das war's dann auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat dieses Tutorial gefallen und wenn dem so ist, dann freue ich mich über ein Abo, ja, wenn du ein Abo da lässt, wenn du die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und natürlich den Gefällt mir-Button klickst. Und dann hoffe ich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!